Würzburg, alter Junge, Würzburg! Wie ist es da? Ich habe einen Bomber mit dem Mund, eigentlich darf man sogar ein Interview führen. Eine wunderschöne Stadt, aus der wir kommen. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Ist eine Mischung aus Funk, Rock und Soul. Ein bisschen elektronische Einflüsse und ist eigentlich die Musik und das Leben von fünf guten Freunden. Was wollen Sie denn mit dem, was Sie tun, bezwecken? Wir tun sie zum Selbstzweck, würde ich sagen. Wer hat Sie inspiriert? 1000 Vorbilder, glaube ich. Ich finde, Jamie Cullum ist ein toller Brite, der Jazzmusik macht gut. Ich finde Lenny Kravitz gut. Ich höre Klassik, ich höre Reggae, eigentlich alles durchgemischt. Wo würdet ihr denn am liebsten aufspielen, wenn ich fragen darf? Ich glaube, am Ostern im Petersdom in Rom. Wenn ich König von Deutschland wäre, dann würde ich natürlich einiges ändern. Freiheit im Kopf. Unbegründete schlechte Laune. Stopp. Abschaffung des Geldes halt und jeder macht das, was er am besten kann und kriegt von den anderen Leuten das zurück, was sie am besten können. Was würdest du dann für dieses Eukalyptus tauschen? Wissen Sie, General, jeder hat von mindestens einer Sache Angst. Ich glaube, vor Schmerzen hat irgendwie jeder Angst, körperlicher und seelischer Natur. Aber die hält sich eigentlich in Grenzen, ne? Weil vieles hat ja auch mit der Einstellung zu tun, mit der du in jeden Tag reingehst, glaube ich. Und wichtig ist es dabei, immer sein Herz dabei zu haben eigentlich. Das ist eine Erfindung, die die Welt verbessern wird. Ich glaube, das Windrad ist eines der größten Erfindungen. Und wenn das funktionieren würde, auch im Kosmos, mit Musik, ein Windrad der Musik im All. Ist doch eine gute Erfindung, oder? Eine schöne Frau, die mir immer schon vorher sagt, was ich als nächstes für eine Platte hören will. Und wer sind Sie? Was machen Sie hier? Wir sind Schwester Minimal, Interviews sind scheiße und wir spielen jetzt einen geilen Gig. Wie lange haben wir denn noch? Wann müssen wir dort sein? Scheißegal. Thank you.